Der Hitzesommer 2018 hinterlässt auch in Witten seine Spuren. Hier, nahe des Hammerteiches am Fuße des Hohensteins, wo normalerweise der Borbach friedlich seine Runden zieht, ist das Bachbett ausgetrocknet. Der Bach, der vom Wittener Schnee aus seinen Lauf aufnimmt, rinnt traditionell im Sommer eher dahin, als dass er größere Wassermengen führt. Doch ein Austrocknen, das ist ein Extrem, das so eher selten beobachtet werden kann. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf den 1722 angestauten Hammerteich. Wasser, das aus dem Teich abläuft oder verdunstet, wird nicht ersetzt. So sinkt der Pegel und die Teichinsel lässt sich dieser Tage mit etwas Geschick trockenen Fußes erreichen. Auch der Ablauf aus dem Hammerteich fällt dieser Tage überschaubar aus, sodass nur wenig Wasser der Borbach unterhalb des Wennemarsberges in den Mühlengraben fließen kann. Es bleibt mir nachzureichen, dass die Feuerwehr der Stadt Witten während der Aufnahmen von Christian Lukas am Hammerteich bereits am anderen Ende der Borbach die Fische entnommen hat und in andere Gewässer überführte. Einen Tag nach den Aufnahmen versorgte die Feuerwehr den Hammerteich mit Sauerstoff und frischem Wasser, damit es dort nicht zum Fischersterben kommt.